Hallo, liebe Leute der guten Unterhaltung. Heute habe ich ein ganz spezielles Zückerchen für euch, ja. Und zwar habe ich mir aus Japan diese Collector's Edition bestellt von Samurai Showdown, nennt sich Samurai Spirit in Japan. Und zwar kommt die in diesem stylischen Neo Geo AES Case, so wie man das früher von den Modulen kannte. Und das konnte ich mir natürlich als alter SNK-Fan nicht entgehen lassen. Und jetzt möchte ich euch nur ganz schnell zeigen, wie das Ding aussieht, weil es gibt noch nicht so viele Videos im Internet. Und ja, also wie gesagt, hier ist diese Box. Wunderschön. Katana Battle Action Game. Hier hat es normalerweise ein Neo Geo Logo, das haben die ersetzt. Das heißt vermutlich auch Neo Geo. Ich kann es nicht entziffern. Wenn es jemand weiß, könnt ihr in die Kommentare schreiben. So sieht das von hinten aus. Und das Geile ist, es ist wirklich, man hört es schon, es ist wirklich eine AES-Box. Hier hat es das SNK-Logo drauf. Und hier drin ist der Schiedsrichter. Und zwar ist das die Polsterung. Das ist so gemacht, damit das nicht da drin rumwackelt. Und ihr seht schon hier auch SNK-Logo. Es ist also wirklich ein Original AES-Snap, eine AES-Snap-Box. Was ist da drin? Hier ein Artbook. Das habe ich schon mal ausgepackt, damit das nicht so für Ghetto sorgt. Das kommt normalerweise in so einer Zellophan-Folie. Das packe ich dann nachher wieder ein. Zum Zeigen habe ich das jetzt schon mal schnell ausgepackt. Und was ist hier drin? Hier hat es Artworks, jede Menge Artworks aller Charaktere. Ich blätter mal kurz durch. Hattori Hanzo, das ist mein Lieblingscharakter. Den spiele ich schon seit eh und je. Den kenne ich in- und auswendig. Ukyo. Hier sind alle drin. Jubei. Tamu, Tamu. Charlotte. Ist schon schön, schön gemacht. Genjiro. Und Earthquake, das Riesentier. Ja, dann haben wir noch Shiki, die paar neue Zugänge. Kommen jetzt noch. Der hier gefällt mir auch. Den werde ich wohl ein bisschen üben jetzt. In der neuen Fassung. Ganz ein stylischer Charakter. Die ist auch putzig. Die verliert ihre Brille beim Kämpfen. Dann sieht sie nichts mehr. Auch gut gemacht. Und der Endboss. Oh, Spoiler, Spoiler Alert. Naja, der Endboss ist nicht wirklich der Hit in diesem Spiel. Das muss man ganz offen sagen. Aber egal. Das Spiel an sich ist einfach top. Es ist so wie die alten Showdowns. Es gefällt mir super gut. Die Grafik gefällt mir super gut. Spielt sich herausragend. Und ja. Wie ihr seht, Stages, ein paar Stages mehr wären ganz cool gewesen. Aber naja, ist ein Reboot. Was nicht ist, kann noch kommen. DLCs sind schon angekündigt mit neuen Charakteren. Das ist das Booklet. Und jetzt haben wir natürlich noch das Spiel an sich. So, das packe ich gar nicht erst aus, weil ich habe mir noch eine europäische Version geholt, die ich dann spiele. Und drum lasse ich das mal zu. Na? Gut, ihr seht, das ist drin. So sieht's aus. Tolle Geschichte. Die Snapbox ist wirklich ein Original. Ihr seht auch hier die Form. Die Form vom AES-Modul noch. Also es ist eine tolle Sache für Sammler und Fans. Kann ich nur empfehlen, wenn ihr irgendwie die Hände an sowas kriegt oder bestellen wollt in Japan. Kostet um die 120 Schweizer Franken. Ne? Also es geht. Alles klar. Hoffe, das Video hat euch gefallen. Und dann lasst mal ein Like da oder ein Abo. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und tschüss. Peace out.